Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. In der Hoffnung, dass es heute ein schöner Dark wird und nicht so ganz doll am Rumwinden ist, wie es jetzt schon wieder so ein bisschen den Anschein hat. Ich gehe mal ganz kurz eben rausgucken. Arschkalt, was sonst. Egal, wir machen uns trotzdem auf die Socken. Denn es bringt ja nichts. Wir müssen ja irgendwann weiter, denn unsere Nahrungsmittelvorräte gehen ja auch zur Neige. Aber wir können ja jetzt wieder rennen. Wir sind ja erholt. Wie ein, keine Ahnung, junger Gott nach dem Aufstehen. Ich bin ja auch gerade aufgestanden und tatsächlich bin ich auch ein junger Gott. Deswegen war der Vergleich schon recht treffend eigentlich. Jo. Flinken Fußes. Hoffe ich jetzt, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben. Ich glaube ja. Ich befürchte nein, aber trotzdem laufen wir einfach mal weiter. Denn wir haben ja die Taschen voller Zeug und wollen das auch irgendwann früher oder später mal abliefern. Ich nehme schon mal hier den Knispelmann raus. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir gleich Besuch kriegen. Hallo? Junge Mann! Ist hier jemand hier zu Hause vielleicht, ja? Trainloading Area, wie ich recht hatte einfach. So, da geht's glaube ich zum Kater, Hydro, Stau, Damm, Gedönse. Hier liegen ein paar hübsche Leichen rum. Trendy Eistee. Oh, ein bisschen angeknabbert. Da guckt der Oberarmknochen guckt da raus. Heißt das Ding so Oberarmknochen oder heißt das irgendwie anders? Frotzen! Aber wir kriegen ein halbes Kilo Tier kriegen wir da noch raus. Und ein bisschen Heide kriegen wir da auch noch raus. Und gut kriegen wir auch... Oh nein, 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 nein. Ernsthaft? Ernsthaft, wir sind jetzt am Frieren. Das ist aber ganz kacke jetzt. Boah, 40 Minuten. Ne, das kann ich mir jetzt echt nicht gönnen. Das geht nicht. Das dauert jetzt zu lange. Das ist zu viel. Den frozen Korb sie hier nochmal eben schnell. Oh, serious, wir können doch jetzt nicht ernsthaft von mir verlangen. Upsila, das war das falsche Menü. Dass wir jetzt... Nee. Ach Mann, jetzt müssen wir echt bis zum Trapper's Homestead zurücklaufen. Nee, warte mal, gar nicht wahr. Nee, ich habe Quatsch erzählt. Denn wir kommen ja als allererstes zu dem Ding. Das gute alte Ding, von dem ich schon so viel gehört habe. Zum Mystery Lake Cabin Office Gedönse. Halt da, wo die ganzen Wölfe immer rumtouren. Wir haben ja jetzt vor allen Dingen auch, vielleicht müssen wir... zählt Angeln jetzt zu Tiere töten? Boah, ich hoffe, da haben sie noch gar nicht drüber nachgedacht und das nicht mit reingenommen. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben doch jetzt eine Axt, wir können das Eis doch jetzt aufbrechen. So, also da laufen schon wieder zwei Wölfchen rum. Das ist prima. Ist zum Glück auch gar nicht unnötig oder so. Weil wir sind ja auch nicht am Frieren oder so. Deswegen können wir uns ja ruhig Zeit lassen, um an den vorbeizukommen. Das macht gar nichts. Das ist alles gar kein Problem hier. Und vor allen Dingen, ich weiß, dass da noch so viele schöne Sachen rumliegen. Das größte Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich nicht weiß, wo der zweite ist.
Ich glaube, ich werde jetzt einfach eine Flare anzünden, weil. Boah, ich kann doch jetzt hier nicht. Oh, warte mal. Jetzt kommt Trick 17. Das ist ja ein kleines fieses Geheimnis, dass man diesen Engpass hier quasi umgehen kann. Pass auf, und jetzt stolper ich. Pass auf, jetzt stolper ich über den Bunker oder so. Oh, es wird gerade wärmer. Glaube ich. Und er spielte die Musik. Ich meine, ist ja schön und gut, dass wir jetzt wieder ein bisschen schneller laufen können. Was allerdings nicht so schön ist, ist die Tatsache, dass unser Schwimmer jetzt hier nicht mehr so schön am Rumbouncen ist. Ich fand das eigentlich ganz geckig. Allerdings ist es natürlich auch total toll, wenn es uns einfach jetzt gerade mal wieder gut geht. Und ich nehme jetzt einfach auch mal diesen blöden Hanselmann hier weg. Da haben wir die beiden Wölfe mal eiskalt genatzt, würde ich sagen. Apropos eiskalt, mir ist arschkalt. 76% Condition nur noch. So, in der Hoffnung, dass jetzt hier kein Wölfchen rumturnt. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber wenigstens in diesem Punkt ist uns das Spiel jetzt gerade scheinbar mal wohlgesonnen. So. Hallo Camp Office, du alte Nudel, wie geht's dir denn so? Direkt erstmal die Tür eintreten, wie sich das gehört. Gute Manieren hat man ja. Ach, dieses schöne Zwielicht hier in diesem Raum. Ich liebe es einfach immer wieder. So, wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben. Ah, wir haben rohes Fleisch in der Tasche. Das ist natürlich total gut. Dann machen wir uns mal eben schnell ein schönes Feuerchen hier an. Wir haben ja noch Accelerante. Dann starten wir mal den Feuer. Dann werden wir bestimmt auch ganz schnell auftauen. Habe ich jetzt ein gutes Holz benutzt? Ja, ich habe ein gutes Holz. Alter, was wir an Holz in der Tasche haben. 7 Cedar Firewood und 10... 7 Reclaimed Wood. Da schmeißen wir erstmal das Reclaimed rein. So, und braten uns erstmal das Fleisch. Das hat nämlich nur noch 51% Condition. Das ist nicht so viel. Aber wenn wir es durchbraten, dann hat es wieder ein bisschen mehr. Ich esse als erstes direkt mal das Fleisch, würde ich sagen, oder? 100%. Können wir auch noch ein bisschen in der Tasche lassen. Ist jetzt nicht so eilig. Dann ist es auch ein bisschen angewärmt, weil das war ja immerhin gefroren. Ich koche gerade Wasser. Die Frage ist, macht das Sinn? Muss ich das überhaupt? Weil ich glaube, ich hatte doch noch Unmengen in dem Schrank gelassen. Ich gehe mal eben schnell ganz kurz gucken hier. Warte mal, irgendwo war denn unsere Essensschublade? Ich glaube, die hier. 6 Liter Wasser sind da noch drin. Okay, das ist jetzt nicht, doch nicht so viel, wie ich jetzt erst gedacht hatte. Dann machen wir einfach noch mal ein bisschen was hinterher. Wir haben ja gerade so viel Holz hier von diesem Reclaim-Zeug. Das nutzen wir jetzt gerade mal den Anzünder einfach. Und da ich auf jeden Fall mal ein bisschen die Sachen reparieren, die wir jetzt gerade anhaben, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Wärmebonus. Und ich glaube, Handschuhe sind gerade komplett kaputtig gegangen oder irgendwas war da ruiniert auf jeden Fall. Und ich glaube, Sachen, die ruiniert sind, kann man jetzt wirklich gar nicht mehr reparieren. Irgendwann ging das mal, aber ich glaube, das haben sie rausgenommen. Warum, weiß nur der Herrgott. Oh, wir sind übrigens einfach hungern, das ist schön. Ach komm, dann isst du hier einfach mal dein Schnitzel hier. 426 Kalorien nur? Ist das euer Ernst? Das ist ja nix. Ist ja gar nix. ...37 Minütchen noch, da können wir nochmal eben schnell das Literchen hier aufkochen. Noch ein halbes Literchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Abkochen dauert
weniger lange als das Schmelzen, was aber tatsächlich auch Sinn macht. Es muss ja nur einmal die Temperatur erreichen und das. Nee, warte mal, das macht keinen Sinn. Vor allen Dingen, eigentlich ist dieser. Das ist ja sowieso eigentlich ein fließender Übergang, weil du schmilzt es ja und dann wird's. Da erhitzt du es einfach weiter so lange, bis es kocht und dann ist es fertig. Also so ganz offenbart sich dieser Sinn ja nicht, nicht wahr? So, Wasserchen. Nom 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 nom. Da packen wir mal so viel Wasser rein, wie gerade noch geht. Also 3 Liter wahrscheinlich. Nö, 2 Liter. So, können wir denn hier noch irgendwas rausnehmen? Irgendwas, was weg muss. Das ist eigentlich alles noch soweit okay. Allerdings sind die Sachen natürlich noch viel okayer. Orange Soda, Pineapple Peaches. Die drei sind halt so gut, die will ich dann doch lieber drin lassen. Da kann ich lieber die anderen Verranzten hier wegessen. Military Grade, 36%, raus mit dir. Du alter Schmückebärt. 100%, du kommst rein. Du kommst auch rein. Und du kommst auch nicht rein. Okay. Muss erstmal reichen. Wir essen jetzt erstmal die Military Grade. Die knallt uns dann jetzt erstmal den Riegel komplett nicht nach oben, weil es schon so gut wie aufgegessen ist. Hervorragend. Das hat doch sonst, glaube ich, 1500 oder sowas. Naja, wahrscheinlich habe ich da schon ein bisschen dran rumgeknabbert. Ja, dann schrauben wir gleich mal ein bisschen rum. Haben wir die Waffe schon mitgenommen? Die haben wir schon mitgenommen. Die haben wir irgendwo reingepackt, glaube ich. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ah, gefunden. Hunting Rifle. 46%, die sollten wir auch mal bei Zeit ein bisschen reparieren. Die Magnifying Lens, die sind ganz toll, die werden wir aber auch nie benutzen, glaube ich. Das Blöde ist halt echt, dass unsere Regale jetzt schon voll sind, weil es hier einfach nicht genug Möglichkeiten zum Lagern hat. Wir haben es 13:50 Uhr. Das ist eigentlich, ist das doch noch recht früh. Da können wir doch eigentlich nochmal rausgehen, nachdem ich mich entladen habe. Aber das Problem an dem Entladen ist, dass wir gerade keinen Platz mehr zum Entladen haben und das doof ist. Harvesten, die Basic Gloves. Wir haben doch sowieso die Mittens. Die Mittens sind doch besser. Ich guck mal ganz kurz eben equip-technisch, was wir da so machen können nochmal. So, die hatten, keine Ahnung, was die hatten. Die haben auf jeden Fall nichts mehr. Ziehen wir mal die Mittens an. Die Torque-Dinger können wir auf jeden Fall kaputt machen. Den Heavy-Wool-Sweater. Ist natürlich besser als der Thin-Wool-Sweater. Erklärt sich irgendwie schon fast von selbst. Haben wir Socken an? Ja, wir haben Wollsocken an. Okay, das heißt, den Rest, den wir hier haben, den können wir eigentlich verschroten. Irgendwo hatten wir auch noch die Pry-Bar. Die können wir auch auseinandernehmen. Wir haben ja dann noch eine zweite und die ist sowieso kacke. Und vor allen Dingen ist die schwer in allererster Linie. So, die Down-Ski-Jacke gibt auch nochmal 2 Kloss. Kloss, Kloss, Kloss. Ach ja, wenn das mal. Das wäre eigentlich schön, wenn es ein bisschen schneller gehen würde, aber die Zeit läuft ja weiter, von daher ist das schon okay. Geht ja alles auf unsere. Oh, die Hatchet kaputt machen. Ja, ich glaub's ja wohl. Die Newprints-Roll mal eben schnell. Ich glaube, dann wird es heute nichts mehr mit dem Rausgehen und Eis angeln, aber dann machen wir das mal morgen. Wird das morgen das Thema der Folge quasi. Und heute, was haben wir denn heute eigentlich? Außer Juhu, wir sind wieder zu Hause. Was natürlich an und für sich sowieso schon auch ein Grund ist. So. Den Tock noch. Ich glaube, dann räume ich jetzt gleich einfach mal ein paar Sachen, die schwer sind, einfach nach oben. Die wir sowieso nicht so oft benötigen. Cancelt? Warum cancelt? Oder hat er nur das Menü gecancelt? Macht er das dann auch? Ich glaube, ja. Da ist eine Down-Ski-Jacke. Boah, die will ich eigentlich gar nicht kaputt machen, aber die. Die andere Jacke ist halt einfach besser. Ich lasse die mal heile. So, dann gucken wir mal kurz die Schubladen durch. Zum Beispiel die Hunting Rifle brauchen wir nicht. Jerrycan brauchen wir nicht. Firestriker, eventuell aber erstmal nicht hier unten. Die Pry-Bar nehmen wir mit. Die Storm Lantern nehmen wir mit. Die Bedroll nehmen wir mit. Müssen wir ein bisschen sortieren jetzt hier. Magnifying Lenses, die brauchen wir auch hier unten überhaupt gar nicht. Das brauchen wir logischerweise alles. Wobei, Wasser können wir
einfach mal 5 Liter oder so nach oben bringen. Sind ja 5 Kilo direkt wieder frei. So, dann schlören wir uns mal eben nach oben hier. In Kumberit, ja. Und zwar kräftig in Kumberit sind wir jetzt gerade. Weil oben haben wir ja noch genug Schubladen und Schränke. Wir könnten natürlich auch tatsächlich einfach hier oben das Holz reinlagern. Da gehen 10 Kilo rein. Boah, das sind alles nur so kleine Furzschränkchen, ey. Warum denn eigentlich? Hier gehen wahrscheinlich auch nur 10 rein, wa? Na, 15 immerhin. Was lob ich mir da so ein Spinn, wo einfach mal 40 Kilo reingehen? Da lohnt sich die Tankstelle auch einfach total. So, dann tun wir mal Asa, Bedroll. Oh, hier ist ja schon was drin, sehe ich gerade. Rifle Ammunition. Kann auch drin bleiben tatsächlich. Raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Tools, Can Opener. Wir tun mal einen mit einer relativ guten Condition rein. Einen behalten wir fertig und die anderen können wir kaputt machen. So, Cardboard Matches können wir auch erstmal rauspacken. Den Fire Striker raus. Eine Flare. Ne, wir behalten mal gerade beides besser. Die Hunting Rifle raus. Oh, die passt nicht mehr. Dann tun wir die Magnifying Lenses raus. Die Primer passt. Storm Lanterns. Nee. Hier noch raus. Wood Matches. Passen die denn beide noch da rein? Nee, ne? Nee, die passen nämlich eben nicht mehr beide da rein. Dann packen wir die mal unten rein. Plönk. Plönk. Und Plönk. So, was haben wir denn hier noch, was rausgepackt werden könnte? Scrap Metal, das kommt alles nach unten gleich. Genau, 5 Liter Wasser wollten wir nochmal raustun. Oder auch nicht. Tun wir die 5 Liter Wasser mal einfach hier rein. Oder ich tu mal 8 Liter Wasser rein. So, die eiserne Reserve oder irgendwie sowas. Wasser wird ja zum Glück gar nicht schlecht. Also jetzt gehen da 15 Kilo rein. Ja, prima. Egal, dann können wir da nach und nach noch 15 Kilo Wasser reinmachen. 15 Kilo Wasser, wie sich das falsch anhört, einfach mal. Und wie ich gerade auch einfach mal total überziehen bin, wie ich gerade sehe. Aber das macht mir gar nichts. Die Down-Ski-Jacke, die können wir eigentlich auch nochmal hier reinlagern. So als Reserve. So, First Aid kommt gleich nach unten. Das Saufen und Trinken war gleich sowieso. Und das Zeug kommt auch nach unten. Tools. Jawohl. Oh, da läuft sich auch schon direkt viel leichter, ne? Wenn man nicht mehr in Kumberit ist. Und warum höre ich hier die ganze Zeit Geräusche? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen drüber gemacht. Weißt du was, da machen wir jetzt einfach mal 20 Minuten. Da freut sich auch wieder einer. Dann können wir nämlich noch ein bisschen aussortieren und dann ist die Folge auch voll. Deswegen heißt die Folge, weil sie voll ist. Cloth, alles raus mit euch. Leather, alles raus mit euch. Gleiches Ende mit alles raus mit euch. So ein Mist. Gott. Scrap Metal wiegt ein halbes Kilo. Das heißt also, unser Angelhaken wiegt auch ein halbes Kilo. Ganz schön schwerer Haken, da braucht man kein Blei dran machen. Leather wiegt 0,4 Kilo. Jedes. Nee. Okay, 5 von 5 Kilo, das ist doch, das ist supi, da freuen wir uns. First Aid können wir auch noch ein bisschen aussortieren, glaube ich. Da ist echt ein Witz, wir haben noch keine einzigen Schmerztabletten, nicht mal da in dem Schränkchen drinne. Bandagen 2 Stück raus. Muss aber auch reichen. Also, wir sind ja jetzt nur echt nicht so geil dabei gerade. Also, es lief tatsächlich schon mal besser. Food and Drink. Rein damit in den Magen. Schön lecker mit Gracie Soda, erstmal Druckbetankung. Schütteln und dann anstechen. Will sie da aus der Nase rausschießt. So, 500 Kalorienchen hat der Riegel. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz schick. Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen geschnitzt haben. Tool. Da können wir nochmal die Flare raus tun. Das Sewing Kit nehmen wir mal eben raus. Und jetzt reparieren wir mal nichts.
Wir harvesten mal gerade was. Und zwar ein Can Open, habe ich gesagt, behalten wir in der Tasche. Und zwar den guten mit 84% und die anderen beiden zerdödeln wir. Da kriegen wir nämlich Scrap Metal raus. Und die brauchen wir ja wieder zum Reparieren und so weiter und so fort. Und einen in Reserve haben wir ja eh noch, falls wir irgendwie mal Unsinn machen damit. Gut, aber jetzt haben wir die 20 Minuten voll. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, morgen auch wieder. Und dann machen wir uns mal auf den Weg und werden da mal ein paar Fischchen versuchen zu fangen. Vielleicht klappt es ja dann mal. Also, Tirili!